Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem neuen Update hier auf der Terrasse. Und ihr seht, es ist heute ein bisschen windig. Die Eisheiligen haben sich auch schon angekündigt, soll zwar keinen Frost geben, aber 5 Grad nachts ist jetzt nicht mehr so warm wie 10 Grad plus nachts. Also die Pflanzen, die ein bisschen empfindlicher sind, sollte man reinnehmen, wie die Orchideen als Beispiel. Die stehen auch aktuell drin. Ihr seht die Heidelbeere. Die Bestäubung der letzten Wochen, die Bienen waren extrem fleißig. Aber bei so einem eher unangenehmen Bienenwetter werden die heute wahrscheinlich die letzten Blüten nicht ganz so freiwillig bestäuben. Aber ich denke mal, die eine oder andere Hummel, zumindest habe ich gestern sogar bei Regen hier eine Hummel rumfliegen sehen, wird es natürlich geben, die die restlichen Blüten bestäuben wird. Und wir sehen, wie toll es dieses Jahr ist mit den Heidelbeeren. Aber das ist dieses Jahr wirklich fast bei allen Pflanzen der Fall, dass die sich so gut entwickeln, was den Fruchtbehang betrifft. Und das war ja die letzten 2 Jahre mit diesen ewigen Trockenphasen eine ganz andere Situation. Da hatte man ja riesige Verluste. Und wir sehen hier auch, da ist ein neuer Blütentrieb am Wachsen. Da sind die Blüten noch nicht mal offen. Und ich sag mal so, wie die Heidelbeeren sich aktuell entwickeln. Und ich kultiviere sie hier ja im Topf. Motiviert das, wie ich es im letzten Video schon gesagt habe, wirklich dazu, noch die eine oder andere Sorte mit aufzunehmen. Ja, eine oder andere Sorte habe ich ja auch bei meinen Granatäpfeln, die hier stehen. Dazu kommen wir aber gleich zu sprechen. Und das Coole ist, ich habe euch ja gezeigt, ich habe Stecklinge gemacht. Und hier ist ein Steckling, der macht sogar eine Blütenknospe. Zum Glück habe ich hier dieses weiße Pflaster am Finger. Da kann ich es euch immer schön zeigen, wo man hingucken soll. Also hier ist eine Blütenknospe am Steckling. Und das ist eine sehr interessante Sache, dass der Steckling vor allen anderen Pflanzen eine Blütenknospe macht. Dementsprechend gucken wir einfach mal, was die Granatapfelbäume und die anderen Pflanzen machen, die hier stehen. Ja, hier ist der erste Granatapfelbaum. Das ist die Fina Tendral. Da muss man mal schauen, wie die sich entwickelt. Wie gesagt, ich kenne alle Sorten so nicht, aber es sind einige süße Sorten, saure Sorten, kernlose Sorten dabei. Das heißt, es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. Gucken wir mal hier den Benjamini, Ficus Benjamini, hat jetzt die letzten Tage ganz gut überstanden. Man sieht überall an den Triebspitzen ist neuer Austrieb. Ich habe ja gesagt, der beste Standort für einen Ficus Benjamini ist im Sommer auf jeden Fall draußen. Und das werden wir in den nächsten Wochen auch sehen, dass dem so ist. Wir sehen auch hier, die Granatäpfel haben richtig gut ausgetrieben. Und ich bin schon mal gespannt, ob wir in diesem Video eine Blütenknospe an den großen Pflanzen entdecken werden oder nicht. Kann ja sein, es sind schon welche dran, kann auch sein, dass einfach noch nichts hier wachsen wird und dementsprechend gucken wir mal, wo hier die Blütenknospen dran sind und wo eben nicht, falls welche vorhanden sind. Hier hinten die Zitruspflanzen, die machen sich gut. Wir werden auch sehen, dass hier schon einige stark ausgetrieben sind. Die Pflanzen vor dem Haus sind richtig gut unterwegs, aber das ist ein anderes Update, das wird heute nicht passieren. Ihr seht hier hinten, die Erdbeeren sind richtig voll am Blühen. Also in jedem Kübel sieht man hier überall schönen Austrieb. Und hier die erste Zitruspflanze, da ist ein kleiner Austrieb zu erkennen, sieht man hier. Und jetzt schwenken wir einfach mal weiter. Heute ist windig, ich hoffe, das rauscht nicht zu sehr im Mikrofon. Aber so ist es halt. So ein starker Wind ist es heute auch wieder nicht. Nee, auch an dieser Pflanze ist noch nichts mit Blüten zu sehen. Bei den Zitruspflanzen, die sind klein, da muss man uns wirklich in Geduld üben, dass da was blüht. Aber uns wird schon noch was blühen. Da werden wir sicherlich überzeugt sein davon. Hier ist ein schöner Austrieb, schön rötlicher Austrieb. Und ihr seht es ja auch, hier ist es jetzt ganz gut. Habe ich euch versucht, im letzten Video schon zu zeigen, wie unterschiedlich die doch sind. Die eine ist deutlich rot gefärbt, die andere ist deutlich grüner gefärbt oder überwiegend grüner gefärbt. Aber eine Blütenknospe habe ich bisher noch nicht entdecken können. Vielleicht finden wir noch was. So, hier ist auch noch nicht so viel zu sehen. Aber schaut mal hier, wie stark diese Zitruspflanze hier schön am Austreiben ist. Das heißt, die wird sich richtig gut entwickeln. Und das ist hier die Citrus Paradisi Red. Eine schöne Pflanze, sehr wüchsige Pflanze. Eine der momentan am stärksten ausgetriebenen Pflanzen. Jetzt schaut mal hier hinten. Boah, da sind ja schon Erdbeeren dran. Da sind ja schon Erdbeeren zu erkennen. Das heißt,
das, was wir erhofft haben, ist eingetreten. Und es war ja nicht so unwahrscheinlich bei der Anzahl der Blüten, denke ich mal. Deswegen schauen wir mal einfach mal weiter. So, wo können wir noch ein paar tolle Sachen sehen? Der Granatapfel, den ich vor vielen Jahren ausgesät habe, wo ihr auch mitgekriegt habt, wie ich den ausgesät habe, wie ich den umgetopft habe, wie ich ihn jedes Jahr kultiviert habe, der ist schon richtig groß geworden. Müsst ihr euch mal angucken, hier die Pflanze, der Hammer. Ich kann aber noch keine Blütenknospe entdecken oder etwas, wo ich sagen könnte, das ist definitiv eine Blütenknospe. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, da werden wir uns hoffentlich dieses Jahr darüber freuen, dass sie dann endlich mal am Blühen sein wird. Das wäre dann eine der ersten Pflanzen, die ich vom Samen bis zur Blüte auf YouTube hier durchkultiviert habe. Ich meine, schaut mal, die hat schon einen richtig dicken Stamm. Ja, die ist dicker als mein Daumen. Und dementsprechend, denke ich mal, hat die Potenzial. So, was ist bei den Zitruspflanzen los? Da ist nicht so viel los. Bei der ist auch nicht so viel los. Das vertrocknete Blatt kann man wegmachen. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter hochwandern, dann sehen wir hier richtig guten Austrieb. Also ist doch was los. Dafür ist bei dieser Pflanze nicht so viel los. Bei den Erdbeeren hier hinten, wow, der Hammer. Also Erdbeeren wird dieses Jahr auch wieder cool. Richtig, richtig gut. Und ich denke mal, da werde ich die Tage auf jeden Fall nochmal nachdüngen müssen. Ihr seht hier, so ein bisschen Unkraut wächst hier noch. Da muss man ein bisschen nachzupfen. Genauso wie hier ein bisschen Unkraut wächst. Aber Unkraut ist ja jetzt nicht so dramatisch schlimm. Jetzt gucken wir hier mal weiter. Immer noch keine Blütenknospe, aber man kann hier zumindest mal das alte Laub entfernen. Und hier an dieser Zitruspflanze ist auch ein richtig schöner Austrieb. So, jetzt kommen wir zu dem Benjamini, der sich mal ins Zeug legen soll. Ihr seht mal, hier sind Äste, die sind einfach vertrocknet. Da kannst du machen, was du willst. Die schneidest du zurück. Noch ein paar Tage warten, ein paar Wochen. Und dann wird man eindeutig erkennen können, wo er noch austreibt, wie er austreibt. Und dann kann man den Rückschnitt, den drastischen Rückschnitt auf jeden Fall auch angehen. Bei diesem Zitrusbaum, ja, so ein kleines Neutriebspitzchen und auch hier ist eins zu erkennen. Bei dem Granatapfel sehe ich auch noch keine Blüte. Eigentlich echt interessant, dass der Steckling eine Blüte treibt, aber die Pflanzen selber hier noch nicht. Dieser Zitronenbaum hat jetzt erstmal noch ein paar Blätter abgeworfen, das macht aber nichts. Man sieht, er treibt hier aktuell auch wieder schön aus. Dann gehen wir hier rüber. Hier an diesem Granatapfelbaum ist auch nicht zu erkennen mit Blüte. Nee, ist keine Blüte da. Dann gucken wir mal hier. Zitronenbaum. Oh, schaut mal, wie stark der ausgetrieben ist. Das ist mal richtig toll. Und wenn mich nichts täuscht, dann kommen da sogar schon die ersten Blüten. Seht ihr das hier in der Mitte des Triebs? Das schaut aus wie kleine frische Blütchen. Würde mich auch nicht täuschen, weil die Zitrusbäume vor dem Haus haben teilweise so viele Blütenknospen angesetzt in den letzten Tagen. Bei dem leicht warmen, regnerischen Wetter war das schon sehr förderlich. Hier habe ich einen Granatapfelbaum, bei dem hatte ich keine Stecklinge genommen. Dementsprechend ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch vorhanden, dass dieser vielleicht eine Blütenknospe haben könnte. Könnte. Jetzt müssen wir mal suchen. Das könnte hat sich jetzt schon erledigt. Ich sehe zumindest erstmal nichts. Ich denke mal, in den nächsten Tagen werden wir etwas zu Gesicht bekommen. Und bei diesem Zitronenbaum sehen wir auch, sind Austriebe vorhanden. Ja, was habe ich noch? Ich habe jetzt hier auch auf jeden Fall meine Pitayas draußen stehen lassen. Die haben sich jetzt dann hoffentlich auch bald an die Sonne angepasst. Sobald die dann richtig anfangen zu wachsen, werde ich sie in größere Töpfe pflanzen. Die Tamarinde ist hier auch gut am Austreiben, aber sonst ist hier nicht wirklich viel passiert. Was mir bisher ein bisschen Sorgen bereitet, sind hier meine Jackfrüchte. Ich habe ja letztes Jahr Jackfruchtbäume ausgesät. Die haben jetzt scheinbar ein bisschen Probleme, was die Temperatur betrifft. Ich meine, so eine Jackfrucht kommt ja auch eher in wärmeren tropischen Gefilden vor. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob die sich noch fangen. Vielleicht haben die auch ein paar Blattläuse oder so. Die mögen ja so frische Blattaustriebe. Kann aber auch sein, es schaut eher aus wie Sonnenbrand, dass sie sich noch anpassen müssen. Alle haben es nicht überstanden. Man sieht, die hatten Probleme mit der Feuchtigkeit. Hier ist zwar noch eine Wurzel vorhanden, aber man sieht, die Triebspitze ist schon abgestorben.
Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass die großen Pflanzen es wahrscheinlich schon überstehen werden. Ansonsten werde ich einfach einen neuen Versuch mit Jackfruchtbäumen starten. So, jetzt habt ihr den Überblick, was hier im Garten alles im Garten auf der Terrasse alles so passiert. Und wir werden sehen, wie es sich in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickeln wird. Besonders toll ist natürlich die Heidelbeere, so wie sie hier wächst. So muss das sein. Richtig toll. Bis zum nächsten Video. Daumen hoch, Kanal abonnieren und tschüss.